Moin Leute! Heute geht es mal um eine andere Truppe. Nicht so um die Zeugen der Wachtumgesellschaft, vielleicht erwähne ich sie mal zwischendurch so ein bisschen als Vergleich, weil es einfach sehr angebracht ist jetzt. Aber es schwerpunktmäßig soll es mal hier um was anderes gehen. Und ihr seht ja jetzt hier schon den Ivo Sasek, und ich muss sagen, ich habe ja vor vielen Jahren schon Dinge bei AZK gesehen, also interessante Sendungen und so weiter. Ich wusste aber nicht, was sich da so jetzt hinter verbirgt, und das weiß ich auch bis heute nicht so wirklich jetzt, ja, was da jetzt alles ist. Oder gibt es ja auch alle möglichen Sendungen, weil seine Söhne ausgestiegen sind, aber die halte ich eher für auch nur Propaganda des Systems und so weiter. Und die meisten Menschen gehören ja dem System an, mehr oder weniger, und glauben auch noch daran. Die Frage ist nur, wie weit sind wir aufgewacht? Das ist ja die große Sache. Und ich mache jetzt hauptsächlich die Sendung jetzt hier oder dieses Video, um anderen zu helfen, wenn sie irgendwo rauskommen, dass sie nicht wieder irgendwo reingehen und denken, ach, hier wird mir geholfen, hier finde ich aber wirklich den Weg jetzt, ja. Sozusagen, damit ich gerettet werde, ja, oder die machen ja mal was oder so. Die Frage ist immer, was sie machen, zu wem es wirklich führt, ja. Führt es jetzt wirklich zu Jesus hin oder geht es einen anderen Weg? Das ist ja immer die große Frage. Und ich bin ja immer ein großer Freund, wenn man wirklich bei Gott landet und bei Jesus und nicht irgendwo anders, was ja natürlich ganz leicht geht und was auch vielen schon passiert ist. Und einige ausgestiegen sind irgendwo und auch wieder in neue andere Religionen wieder rein. Also das ist dann das Traurige, wenn man das irgendwie das Wirkliche dann immer noch nicht begriffen hat. So, damit man da nicht jetzt irgendwo wieder einsteigt in irgendwelchen Dingen und dann doch nicht da landet, wo man eigentlich hin möchte, weil das wirkliche Ziel oder die wirkliche Rettung, da gibt es nur einen, ja, der das kann. Und das gucken wir uns mal am besten an, ja, in Gottes Wort, der Bibel, und da gucken wir uns das mal an, was eigentlich wirklich entscheidend ist. So. Das gucken wir uns mal wieder jetzt an. Nehmen wir einfach mal die Elberfelder Bibel wieder. Ja, hier geht es jetzt also vorher. In Apostelgeschichte 4 sollte man vielleicht mal vorne anfangen, damit man weiß, worum es hier geht. Ja, also es geht jetzt hier um Jesus hauptsächlich. So, und jetzt wird hier gesagt, in Apostelgeschichte 4, Vers 11 wird hier gesagt, ja, also dass Jesus eben das Wichtige ist. Wir gehen mal noch ein bisschen höher, damit wir das auch nachvollziehen können. Ja. So. Nehmen wir mal eins. Während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Das haben die jetzt sich einfach getraut, ja. Bei den Juden, wo alles um JHWH immer ging, ja, haben die einfach Jesus gepredigt. So, und das ist ja das, was heute genauso versteckt wird, ja, wenn man immer sieht, was in den Religionen da so gemacht wird, ja. Wir haben jetzt hier Vers 10 nochmal. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, ja, den Gott auferweckt hat, aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. So, da haben sie jetzt also jetzt was wieder jemand gesund auf die Beine gestellt, ja, so. Und jetzt wird gesagt in Vers 11, das, also Jesus, ja, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. So, und jetzt kommt der Hauptpunkt. Und es ist in keinem anderen das Heil oder die Rettung, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, indem wir gerettet werden müssen. Das ist der Punkt. Und niemand anders, kein anderer Name. Jesus steht für den Vater, JHWH, ja, weil Jesus bedeutet, JHWH ist Rettung. Und der Vater hat jetzt Jesus alles übergeben. Kann jeder im Johannes Kapitel 5, Vers 22 und
23 nachlesen, auch in Johannes 17 mehrmals, hat alles seinen Sohn übergeben und dieser Name steht jetzt für Rettung und nichts anderes. So, das möchte ich nochmal betonen und dafür steht eigentlich sozusagen auch mein Kanal, dass ich immer wieder darauf hinweise und Menschen versuche zu zeigen, wo liegt hier schon wieder ein Problem, ja. Weil, wie gesagt, mir ist das ja auch passiert, ich bin da auch irgendwo reingeraten, mal vor einigen Jahren, war da eine Weile drin, bin da natürlich stückweise aufgewacht bei den Zeugen der Wachturmgesellschaft. Und das Problem ist nur, dass ich gesehen habe, dass ganz viele da rausgegangen sind und sich schon wieder anderen Religionen angeschlossen haben, hauptsächlich irgendwelchen Freikirchen, ja, verschiedensten. Aber wie gesagt, hier ist auch was, wo ich jetzt mal darauf hinweisen möchte, bei diesem hier. Und da ist doch das Video jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen. Ich habe gedacht, ich sag mal was dazu und vielleicht denkt ihr ja ganz ähnlich. Ja? So, hier wird hier gesagt, ohne Gott geht es nicht. Internationales Freundestreffen mit Ivo Sasek. So, also der Titel hier so, ja, also das Aushängeschild ist jetzt hier Gott. Und was jetzt hier kommt, das ist spannend und da hört ganz genau zu. Ich sage dir jetzt einfach meine Meinung mal dazu. Und ihr könnt ja für euch überlegen, ist das so richtig oder liege ich da vielleicht ganz falsch? Gut, aber das ist ja eure Sache, wie gesagt. Ich sage jetzt einfach mal meine Meinung dazu. Und jetzt mal heute nicht bei den Zeugen der Wachturmgesellschaft, aber ich finde Ähnlichkeiten. Und da schreit es bis zum Himmel, was ich jetzt hier gesehen habe, ja. Wir fangen mal jetzt vorne an und hören uns das jetzt mal an. Es geht nur 2 Minuten und ich unterbreche mal kurz zwischendurch und dann werden wir mal sehen. Und ich sage dann einfach mal, wo ich schon innerlich schon den mir die Fußnägel hochkrempeln, wenn ich da einige Dinge gehört habe. So, gucken wir mal. Geht's von vorne los, ja? Sasek und sein internationales Mitarbeiterteam setzen am internationalen Freundestreffen 2023 neue Maßstäbe. Und jetzt können Sie daran teilhaben. Wenn sich tausende Freunde aus über 46 Ländern ins Webcam-Stadion einschalten, spürt man eine unvergleichliche Kraft, Energie und neuen Mut. Gemeinsam können wir Frieden auf dieser Welt schaffen. Moment, da war schon der erste Punkt, wo ich gesagt habe, hups, was ist denn das? Hat das was... Weil hier steht ja ganz unten drunter, ja, ganz dick, ohne Gott geht es nicht. Warum wird der aber nicht erwähnt? In der Bibel wird gesagt, dass niemand Frieden auf der Erde wirklich schaffen kann. Jesus sagte sogar, es bringt gar nichts, einen neuen Flicken auf ein altes Kleid zu bringen, weil dann wird er sofort wieder rausreißen. Du kannst also, ja, oder neuen Wein in alte Weinschläuche. Das funktioniert nicht. Und Menschen können das niemals erreichen. Es geht nur mit Gottes Königreich. Und dieser ist Jesus, der König, der eingesetzt ist. Und der wird Frieden schaffen. Was verkünden die hier? Und das ist nämlich das, was ganz ähnlich, was die Zeugen Jehovas machen. Die tun so, als wenn die das irgendwie machen und schon geschafft haben und so weiter. Ja? Deswegen... gewaltig aufpassen, das sind Leute wie die Zeugen der Wachturmgesellschaft. Auch hier kommt mir das vor, als wenn die sich alle schon ein gewaltiges Stück auf Jesu Stuhl gesetzt haben. Jetzt schon. Das soll mal später kommen für Christen im Himmel, ja, wenn Jesus regiert, die 1000 Jahre. Aber noch nicht jetzt. Und das kommt mir so vor, als wenn das hier schon passiert. So, hören wir mal weiter. Die Menschenfeinde, ob jetzt sichtbare oder unsichtbare, zielen ausschließlich darauf ab, uns den Mut zu nehmen. Dass Leute den Mut verlieren. Jetzt kann man eh nichts mehr machen. Du brauchst Glauben, ja? Glaube als für möglich halten und durchsetzen und verwirklichen. KlarTV präsentiert den Filmmitschnitt dieses unvergesslichen Tages. Ja, die Frage ist jetzt noch Glauben. Er hat ja nur von Glauben gesprochen, aber Glauben an was? Glauben an seine Organisation, die er aufgebaut hat, an Ivo Sasek oder was? Warum wird das nicht gesagt? Warum wird hier Jesus nicht in den Mittelpunkt gestellt? Ja, das ist hier die große Frage. Wie gesagt, da wieder diese Parallele wie bei den Zeugen Jehovas. Ja, WTG, die leitende Körperschaft, der treue und verständige Sklave. Jesus, das hört man ganz selten mal. So. Simultan übersetzt in 10 Sprachen. Ivo Saseks Rede wird von einem Musikprogramm abgerundet, das jeden Geschmack begeistert. Ivo Saseks Rede.
die begeistert, mit Musikprogramm. Alles wird auf ihn gelenkt. Und da finde ich, das darf nicht sein. Ja, Riesenkrams und Spenden und da und Musik. Ja, das sind alles Kosten. Ja, das sowas kann man im Kleinen machen. Ja, aber sowas, das ist, wie gesagt, das erinnert mich ganz, ganz massiv, weil die Zeugen der Wachtumgesellschaft machen ganz ähnliche Programme. Wer weiß, wer von wem da abguckt. Ja, also ist ganz spannend. Ja. Und vor allem für jeden Geschmack. Für mein Ich. Also diese Sachen kann mir keiner mehr mitkommen. Das läuft nicht mehr. Man braucht gar nichts außer eine oder mehrere vielleicht gute Bibeln, einen Bibelkreis mit ein paar, mit denen man sich trifft. Keine großen Kosten, keine Seele, keine sonst was nicht. Nein, ganz easy, ganz klein und fein und schön. Jesus sagte, wo zwei oder drei in meinen Namen zusammen kommen, da bin ich unter euch oder unter ihnen, ja. Aber naja, wir gucken mal weiter. Ein Blick hinter die Kulissen. Freunde der OCG und KlarTV erzählen, wie sie Frieden und Harmonie in der Praxis trainieren und erleben. Vor allem voran aber sind wir verbindlich geworden, diesen Wirt. Also, die sagen da, er ist mein Hirte. Wen meinen die damit, was sie da eben gesungen haben auf der Wiese? Also, Jesus habe ich nicht gehört. Wer ist das? Einfach mal drüber nachdenken. Das ist schön Gehirnwäsche, ganz leicht, immer schön wieder kleine Sachen machen. Wie gesagt, ich kenne das von den ganzen anderen Truppenteilen, die da unterwegs sind, ja, wie die Religion sie alle nennen. Eine Schrottladen wie der andere, ja, sie führen alle von Jesus weg. Hier zeigen sie, wie sie schon Frieden bringen, so ungefähr, ja, wie die dann so erzählen. Aber gucken wir noch zum Schluss, wird es noch ein bisschen krasser. Am Frieden, der Kraft, dem Leben, der uns alle navigiert, persönlich und als Gesamtheit. Lassen Sie sich mitreißen und erleben Sie diesen Tag erneut mit uns. Eine Kooperation von OCG, KlarTV, AZK, S&G, Panoramafilm und mehr. Ich bin Ivo Sasek, der seit 46 Jahren für Gott steht und ich liebe euch, meine Freunde. Ich bin Ivo Sasek, der 46 Jahre für Gott steht. Er steht für Gott? Ist er der Mittler? Oder was ist das? Also als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das ist ja oberkrass, was hier läuft. Wer ist das denn? Das ist das Gleiche wie die leitende Körperschaft der Zeugen Jehovas. Der Papst oder sonst wer oder was? Also, macht euch eure Gedanken, guckt euch an. Ich finde sowas einfach krass. Ich habe sonst überhaupt gar nichts gegen die gehabt, wollte ja noch gar nicht groß da was zu sagen und jeder hat da so seine Sache. Aber hier wird was richtig deutlich. Das ist genauso eine Sekte wie die ganzen anderen Religionen. Ja? Das ist eben nur eine kleine Religion. Aber das ist eigentlich alles das Gleiche, ob man das Sekte oder Religion sagt. Alles dieselbe, kannst du vergessen. Entweder geht ihr zu Jesus und lest regelmäßig die Bibel und trefft euch im Bibelkreis und tauscht euch aus. Oder du landest irgendwo anders und dann bist du aber nicht mehr bei Jesus. Die werden dich langsam Stück für Stück wegziehen. Das ist das Problem. Deswegen überlegt euch das dreimal, bevor ihr irgendwo einsteigen wollt oder wie auch immer, irgendwelche Sachen. Man braucht ja nicht Geld spenden. Geld gespendet in der Bibel wurde immer nur für die Armen in Jerusalem, die ausgeschlossen wurden aus dieser Gesellschaft, ja, damit sie was zu essen hatten und was anzuziehen. Und für nichts anderes, für keine Seele, für keine Musikband, für keine Kamera und Aufdeckung. Natürlich decken die hier schöne Sachen auf, gar keine Frage. Das machen die Zeugen Jehovas zum Teil auch. Erzählen auch in ihren Zeitschriften, was die katholische Kirche macht und dass sie ihre Kirchen verkaufen. Da ist jetzt eine Disco drin. Und zum gleichen Zeitpunkt machen sie es auch. Ja, das ist das. Also das kriegt man nur natürlich nach der Zeit erst mit. Aber egal, wer offen ist, bekommt es mit und sich nicht komplett durchwaschen lässt, so ungefähr. Und das ist, wie gesagt, mit diesen ganzen, das ist alles dieses System. Ja, das ist auch genauso mit diesem ganzen Polizsystem. Ja, das ist egal, was du da wählst. Ja, das ist alles das Gleiche. Ja, ob du da die
SPD oder die CDU ist eben ein bisschen rechts von der SPD, die rechte Gruppe von der SPD. Oder die Grünen sind die radikale Gruppe der SPD. Das ist alles irgendwie, alles das Gleiche, das hat gar keinen Sinn, Leute. Es ist, du kannst hier dieses System nicht, hier kann keiner was reformieren. Das macht Jesus und das steht in der Bibel wie, das ist also das Evangelium. Und das Evangelium dürfen wir nicht ändern. Das ist also wichtig, ja, also... Es gibt kein anderes Evangelium. Ja, lies mal Galater Kapitel 1, gleich zum Anfang durch. Kein anderes Evangelium. Jesus ist der Retter, Jesus ist der König, der wird alles erneuern und machen und wir warten, dass er kommt. Und die Rettung ist, die einzige Rettung, die dann kommt, ist die Entrückung zu Jesus. Das ist die Hoffnung für Christen. Das ist das Evangelium. Und da gibt es nichts anderes. Und wer was anderes verkündigt und sagt, ich stehe hier so und so viele Jahre vor Gott und bla. Alles Gute, macht euch Gedanken darüber, denkt nach. Egal welche Truppe, das ist auch nur, finde ich, hier irgend so ein Laden. Ja. Schlimm, schade. Okay, bis dann. Ja, tschüss.